Hallo zusammen, ja, ich weiß. Ich hatte eigentlich gesagt, das nächste Update, das wird jetzt etwas dauern, aber ich nehme es zurück, es ging doch schneller. Ich war eben noch mal kurz shoppen und wollte euch noch mal zeigen, was ich mir da jetzt so mitgenommen habe. Es ist nur ein kurzes Update. Das ist einmal Reservation. Das gab es auch noch in so einer anderen. In so einem anderen Ding jetzt, ich glaube Mediabook, aber 23 Euro war mir ein bisschen teuer, deswegen habe ich das mitgenommen. Ich muss mal kurz einen Cut machen, es ist etwas dunkel. Moment, ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung, ich bin wieder da. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen heller, dass man das ein bisschen erkennen kann. Also Reservation, das sagt mir gar nichts, habe ich auch noch nie gehört. Da lass mich mal überraschen. So, der nächste, habe ich auch gehört, der soll so gut sein, der ist Christine. Ich kenne ihn jetzt noch nicht, aber da lasse ich mich auch mal überraschen. Müsste ja bekannt sein. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht und ich habe ihn mir jetzt halt einfach mal mitgenommen. So, dann Paranormal Investigations 8, dass der FSK 12 ist, hat mich irgendwie so ein bisschen gewundert. Weil die anderen Teile habe ich auch und FSK 8, naja, weiß, FSK 12, FSK 8. Ich glaube, die Hitze ist mir zu Kopf gestiegen die Woche. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen Blödsinn laber. Wie gesagt, FSK 12 verwundert mich ein bisschen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass der FSK 16 ist, aber naja, okay. So, das Paranormal Investigations 8. Dann habe ich Carlton Mine, Schacht der Verdammten. Sagt mir auch absolut überhaupt nichts. Klang irgendwie gut, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Ja. Wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe, werde ich mir den auch mal anschauen. Und ja. So, dann habe ich vier Klinik. Das ist ja mit dem Robert England. Und ja, da lasse ich mich auch mal überraschen. Sagt mir jetzt auch überhaupt nichts. Den Schauspieler mag ich auf jeden Fall. Ja, lass mich auch mal überraschen, was das sein soll. Hatte ich auch schon ein paar Mal in der Hand, habe ihn aber nie mitgenommen. Und jetzt habe ich gedacht, ach komm, nimmst den jetzt mal mit. So, und dann habe ich noch einen und das ist Paranormal Initiation. Oh, Englisch ist nicht so einfach. The Leeruk Spirit Massacre. Naja, gut, sagt mir auch überhaupt nichts. Da lasse ich mich auch mal überraschen, was das sein soll. Ja. So, das waren sechs Stück, die ich mir geholt habe heute. Und ja, ich danke euch wie immer fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao, ciao.